PCVR wäre ja aber nicht PCVR, wenn wir nicht auch ein bisschen basteln dürften. Und ich denke, Pimax hat auch gemerkt, dass quasi manche Spiele aus ihrer Brille gar nicht das Maximum rausholen können. Ja, weil, ja, ich will jetzt nicht so tief in die Materie gehen, aber OpenVR und OpenXR und Bla und Blubs und Tralala, diese verschiedenen Standards bei VR. Ihr wisst, ältere Spiele sind oft noch in OpenVR, neuere Spiele meistens in OpenXR. Das aufeinander vernünftig anzupassen, scheint nicht ganz so einfach zu sein. Und Pimax hat hier quasi Abhilfe geschaffen, indem sie eine Pimax OpenXR-Umgebung geschaffen haben. Tja, was bedeutet das jetzt für uns? Das klären wir jetzt mal ganz schnell und dann gucken wir nochmal durch die Brille durch. So, wir brauchen drei verschiedene Programme. Ich denke mal, eins davon haben schon einige von euch. Aber ja, da kommen wir einfach nicht drum herum, wenn wir jetzt das Optimum rausholen wollen. Wir brauchen Open Composite. Ich werde euch alles, was wir benötigen, unten nochmal in die Videobeschreibung reinwerfen. Da kommt ihr quasi hier auf die Seite und dann müsst ihr auf Open Composite Launcher gehen und hier ladet ihr euch den Spaß runter, entpackt das Ganze und dann ist das eigentlich schon fertig. Das muss, ich glaube, gar nicht installiert werden, sondern wirklich nur entpacken. Und dann könnt ihr euch einen Shortcut auf den Desktop werfen und dort dann quasi wechseln zwischen, ja, Open Composite als Start, das spricht also, dass es in der OpenXR-Umgebung das Spiel startet oder mit SteamVR startet. Dann gibt es hier noch 32 und 64 Bit DLLs. Ich denke, heutzutage sind nahezu alle mit 64 Bit System unterwegs, deswegen ist diese 64 Bit DLL für euch interessant. Es ist eine OpenVR-API DLL, die einfach irgendwo bei euch hinspeichern, wo ihr sie im Endeffekt auch wiederfindet. Und ja, diese ist dafür da, um dann quasi in eurem Spieleverzeichnis, in dem Spiel, wo ihr die ganzen Geschichten, die ich euch jetzt hier erzähle, nutzen möchtet, eure Original OpenVR API DLL ersetzt, oder besser gesagt, ich bevorzuge immer diese umzubenennen mit meinetwegen Unterstrich Ult oder was auch immer, und dann diese rein zu kopieren, weil die braucht ihr, damit diese ganze Sache funktioniert. Also auf Deutsch gesagt, ihr möchtet ETS 2 fahren, dann müsst ihr diese OpenVR API DLL irgendwo euch hinspeichern, wo ihr die wiederfindet. Geht dann quasi in euren Steam Ordner. Ich zeige euch das mal ganz kurz, damit es hier auch wirklich keine Fragen gibt. Steam, Steam Apps, Common, Euro Truck Simulator 2, Bin. Ihr könnt auch auf Suchen gehen und dann meinetwegen OpenVR eingeben. Da zeigt ihr euch auch sofort, wo die ist. Ich weiß, dass sie hier ist im 64-Bit-Verzeichnis. So. Die benennt ihr dann quasi um in meinetwegen minus old. Dann hat die einen neuen Namen und dann kopiert ihr hier einfach diese, die ihr euch gerade runtergeladen habt, rein. Diese andere OpenVR API und damit funktioniert das. Ne? Und das geht bei allen anderen Spielen auch, die OpenVR Spiele sind. Klar, bei OpenXR Spielen braucht ihr den Spaß hier nicht, weil das ist ja dann schon OpenXR. Ach, verrückt. VR und PC und überhaupt ist immer wieder mega spannend. So, das ist die eine Geschichte. Wir brauchen aber auch noch die OpenXR von Pimax. Und zwar, hallo? Und zwar, was ist denn jetzt los? Nee, abbrechen, ich will ja nichts, das habe ich schon alles. So, und zwar, die kriegt ihr dann direkt bei Pimax auf der Seite. Und hier schreiben die euch auch nochmal, was braucht ihr alles. Ihr braucht natürlich die Pimax Software, die haben wir ja schon drauf. Ihr braucht Open Composite, ihr braucht das OpenXR Toolkit, das zeige ich euch dann auch gleich noch. Und das Pimax XR Control Center. So, und das bekommt ihr hier über GitHub. Wie schon gesagt, wird alles verlinkt. Und ladet euch das auch einfach runter. Latest Download 0.4.4. Also ihr merkt, das ist jetzt auch noch nicht irgendeine mega finale Version, sondern das ist noch im relativ frühen Stadium, aber es funktioniert ziemlich gut, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So, das genauso runterladen, entpacken, beziehungsweise das braucht ihr nicht entpacken, das ist schon ein Installer, den ihr herunterladet. Einfach nur installieren, auf Deutsch gesagt, fertig. So, dann haben wir das Pimax X, die Pimax XR Runtime und dann brauchen wir noch das OpenVR Toolkit.
Das ist auch wichtig, das kriegt ihr auch über GitHub. Und hier ebenfalls die letzte Version runterladen, das ist zurzeit die 1.3.2. Runterladen, entpacken, beziehungsweise könnte auch direkt ein Installer sein, installieren. Und damit haben wir es erstmal so. Wenn wir das geschafft haben, dann, wie schon gesagt, das Spiel, was ihr spielen wollt, da müsst ihr dann gucken, ist es ein OpenVR-Spiel oder ist es ein OpenXR-Spiel. Das kriegt ihr raus, indem ihr einfach in ins Spieleverzeichnis von Steam reingeht und oben in der Suche quasi eingibt OpenVR. Wenn er euch dort was anzeigt, nämlich eine OpenVR API DLL, dann ist es ein OpenVR-Spiel. Und ihr müsst jetzt das machen, was ich euch zeige. Wenn da euch das nichts anzeigt, dann ist es ein ganz normales OpenXR-Spiel, wie zum Beispiel der Microsoft Flight Simulator ist ein OpenXR-Spiel. Da braucht ihr quasi das mit dem Open Composite nicht machen und könnt dann einfach die Runtime nutzen, beziehungsweise das OpenXR Toolkit ganz normal benutzen. So, also wir wollen jetzt Automobilista 2 uns nochmal angucken und das ist ein OpenVR-Spiel. Machst du ja einen Knoten in die Zunge, ehrlich. Also, das heißt, in mein Spieleverzeichnis muss ich jetzt quasi Steam Apps, entschuldigt bitte, dass das Video so lang wird, aber ich will auch hier wirklich jetzt nichts auslassen, weil das wäre Pimax gegenüber unfair und euch natürlich auch, wenn ich jetzt sage, naja, ja, läuft jetzt nicht so toll oder läuft super und ich zeige euch nicht wie, ist ja auch Rotz. So, wir sind jetzt bei Automobilista im x64 Ordner und hier seht ihr, hier habe ich jetzt quasi schon diese Datei umbenannt in -old, das ist die Originale, und habe die einfach reinkopiert. Die habe ich mir einfach irgendwo auf den Desktop gelegt, hier hinter meinem Web, da kommt sie vor, hier hinter meiner Webcam liegt die quasi hier bei mir auf dem Desktop, und wenn ich die brauche, dann schmeiße ich die einfach hier irgendwo in ein Spieleverzeichnis rein und fertig. Ihr könnt natürlich die Originale auch überschreiben. Also wenn ihr die jetzt einfach nur reinzieht, fragt ihr euch, überschreiben. Wenn ihr dann ja klickt, habt ihr die drin, aber die Originale ist weg. Deswegen, ich empfehle immer, die Originale umzubenennen. Dann könnt ihr es wieder rückgängig machen, wenn irgendwas nicht funktioniert. So, das ist Schritt 1. Wie schon gesagt, nur bei OpenVR spielen. Schritt 2 ist Open Composite öffnen und Switch to Open Composite. Das heißt, wir klicken hier drauf. Bitte. Und das war's schon. Mehr müsst ihr dann nicht machen. Wenn er dann irgendwann mal reagiert, mein Bluetooth hier ist ein bisschen. So. Damit startet der das Ganze jetzt ohne SteamVR. Na? Also quasi wie ein OpenXR-Spiel, was nicht mehr abhängig von SteamVR ist. Genau. Wichtig. Wenn ihr dann irgendwann wieder normale Spiele zocken wollt, also ohne den ganzen Quark hier, dann vergesst nicht wieder zu SteamVR zurückzuwechseln, ansonsten startet ihr euch die Spiele nicht mehr. Dann funktioniert es nicht mehr. Ich wollte jetzt vor kurzem Asgard 12 spielen, also einfach mal kurz reingucken, ne? Und dachte mir dann, verdammt, wieso startet denn das Spiel nicht? Naja, es ist quasi ein Spiel, was zwingenderweise in SteamVR laufen muss und dort habe ich ja auch nichts geändert oder irgendwas. Und hatte aber noch Open Composite angeschalten. Naja, und damit starten die Spiele nicht. Ne? Also nicht, dass ihr euch wundert. Dann wieder zurückswitchen. So, das haben wir gemacht. Dann haben wir quasi die Pimax-Geschichte hier. Das ist die Pimax Runtime. Oh, New Version. Na klar, wollen wir die downloaden. Ha, logisch. So, und eigentlich müsste der jetzt alles vernünftig ersetzt werden. Wir gucken rein. Wir machen es auf. Und wir haben die 0.4 am Start. Da steht es nochmal. Sehr schön. Wichtig ist hier, allow use of the eye tracker, Pimax Crystal or Drolone P1, was auch immer das ist. Ne? Also hier einen Haken rein, weil ansonsten funktioniert das Eye Tracking nicht und sonst könnt ihr dann halt auch Forfeited Rendering nicht nutzen. Das wäre, ja, das dafür ist ja das gute Stück, dass man halt hier noch ein bisschen was rausholen können. Select Active Open XR Runtime, Pimax XR. Muss auch an sein. Reasoner Headset und Startup ist von sich aus an. Enable Visual Play Space Guardian ist auch von sich aus an. Ihr könnt halt dann einstellen, wann und wie schnell die Begrenzung angezeigt werden soll. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, beziehungsweise dann müssen wir noch ins OpenXR Toolkit reingehen. Und im OpenXR Toolkit, das habe ich euch ja in einigen Spielen schon mal gezeigt, hier schreibt er jetzt zum Beispiel auch Open Composite, Project Cars 2 und Automobilista 2. Die sind quasi jetzt über Open Composite
startbar. Und jedes Mal, wenn ihr ein Spiel darüber startet, schreibt ihr euch das hier unten in die Liste mit rein. So, was wichtig ist, dass ihr euch halt hier irgendwo noch eure Tastenbelegung hinbaut, sage ich jetzt mal, mit F12, nee, mit Control, also mit Steuerung, kommt ihr Control und ich weiß gar nicht, wie die Originalbelegung ist. Ich habe mir jetzt ja die Pfeiltasten links, rechts, hoch, runter hingelegt, weil das für mich viel einfacher ist. Steuerung und runter komme ich ins Menü. Wenn hier jetzt bei Down noch irgendwas anderes eingestellt ist, dann ist das quasi die Taste, mit der ihr mit Steuerung und der Taste dann ins Menü kommt. Und dann könnt ihr halt quasi hier im Spiel Profited Rendering einstellen, einen Turbo-Modus gibt es, die Auflösung könnt ihr einstellen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ihr da einstellen könnt und damit das Spielerlebnis nochmal erhöhen. Ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe noch keine optimalen Einstellungen gefunden. Dafür ist es alles noch zu frisch. Ich werde da weiter dran arbeiten und wenn ich die gefunden habe, dann werde ich euch das zeigen. Wenn ich natürlich auch Unterschiede zwischen verschiedenen Einstellmöglichkeiten gefunden habe, werde ich euch darüber auch berichten. Ganz klar. Jetzt gucken wir aber mal ins Spiel, ob sich denn bildtechnisch was getan hat, ob bei mir jetzt ein anderer Eindruck entsteht als gerade eben noch, weil gerade eben, wie schon gesagt, schon sehr scharf, aber da fehlt so der letzte, fehlt da noch. Mal gucken, ob er jetzt da ist. Also das Menü hier sieht immer noch relativ wischiwaschi aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, aber das ist wahrscheinlich auch normal, dass die Schrift hier jetzt nicht so mega brecher wird. Aber jetzt gucken wir mal. Also mal abgesehen davon, ob ihr das jetzt seht oder nicht seht, ich kann jetzt hier mit Steuerung und Pfeil unten, so wie ich es mir eingestellt habe, quasi hier durch den Reiter durch. Und zwar, wir können Profited Rendering anschalten. Wir haben quasi einen Turbo-Modus, der experimentell ist, den können wir anschalten. Und du kannst NIS und FSR anschalten, du kannst Auflösung ändern und so weiter und so fort. Also es gibt hier eine Menge, was man in diesem OpenXR Toolkit einstellen kann. Und ich will aber jetzt erstmal alles so belassen und will mal ganz kurz gucken, wie es denn jetzt auf mich wirkt und ob es tatsächlich schärfer geworden ist. So, ich lasse mir jetzt bloß mal die FPS anzeigen. Ich habe das Gefühl, hier ist wieder irgendeiner Art und Weise Motion Reprojection schon aktiv. Ich weiß aber noch nicht, wo so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn meine FPS sind hier auf genau 45, 46 gecuttet. Aber okay, so. TÜV Rheinland. Ach, Tower heißt das. Seht ihr, jetzt kann ich das lesen. TÜV Rheinland Tower. Okay. Krass. Okay. Also, das ist jetzt tatsächlich schon mal schärfer hier. Was sagen die Autos? Warte mal, ich muss mal das Mikro ein bisschen mit rübernehmen, sonst hört er mich nicht mehr. Was sagen die Autos? Und da erkenne ich aber bei dem Roten jetzt ziemlich klar eine 99. So, jetzt setzen wir uns mal hier rein. Oh. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, da hinten das Rain Light kann ich jetzt wirklich lesen. Da hinten, das hat wirklich mal was mit Licht und Schatten zu tun. Also in der Sonne kann man das, was hier unten steht, dann auch super lesen. Hier vorne ist alles gestochenst scharf. Im Display kann ich jetzt Motorsport. Ganz unten da, das kleine. Motorsport. Was steht denn da drunter? Motorsport-Display. Was? Also die Mini-Mini-Fitzel-Schrift kann ich auch lesen. Das wirkt alles tatsächlich. Krass, ne? Dass das nochmal was ausgemacht hat. Okay. Das Bild holt mich jetzt ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Das holt mich jetzt ab. Jetzt will ich aber mal. Oh mein Gott, aber die Performance ist unterirdisch. Ei! Wenn ich den Kopf bewege, oh, was muss ich denn jetzt wieder alles einstellen? Also da war das vorhin ein bisschen unschärfer, aber wenn ich den Kopf jetzt hin und her bewege, also das ist gerade. Wartet mal, da müssen wir mal gucken, ob wir da noch Abhilfe schaffen. Das Profited Rendering gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht gut, weil das ist. Man sieht die Ringe so krass. Also, die stören mich gerade tatsächlich. Die sind am Rand wirklich extrem deutlich wahrnehmbar. Ja, performance-technisch wird es jetzt auch nicht. Also beim Kopf hin und her bewegen, verschwimmt es halt so ein bisschen. Wir gucken mal, was beim Fahren los ist. Ich mache jetzt erstmal diesen Turbo-Modus wieder aus und den ganzen Rollerfans, weil es ändert sich gerade nichts hier.
Ich guck mal, ich starte jetzt mal ein Rennen und wir gucken mal, wie es sich beim Fahren anfühlt. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie man denkt. Tja. Ha. Ach Leute, das wird wieder gebastelt. Hier muss ich mich wirklich erst reinfuchsen. Ich merke es schon, weil jetzt läuft es wieder gar nicht mehr smooth. Also es läuft, aber es, also 90 FPS, da sind wir weit weg. Ich bin jetzt hier bei 45, wahrscheinlich auch ohne Reprojection. Ich muss da jetzt hier wirklich wieder ein bisschen Hand anlegen. Es sieht toll aus, solange wir geradeaus fahren, durch die Kurven durch, wird es halt dann zu zittrig. Ja, also in den Kurven merkt man es halt, ne? Es sind keine 90 FPS, es kommt irgendwie an dir vorbei. Also ich will jetzt nicht sagen gestottert, aber das Bild sieht grandios aus. Aber ja, wie schon gesagt, also mit der Pico 4 und Virtual Desktop läuft es deutlich, deutlich smoother. Ich muss jetzt gucken, was ich hier noch alles einstellen muss, was noch alles optimiert werden muss, damit es halt fluffy, fluffy, fluffy läuft. Ob ich das hinkriege mit den Einstellungen. Ich muss natürlich auch fairerweise sagen, ich habe ja alles auf High eingestellt im Spiel. Das ist natürlich auch eine absolute Herausforderung für Grafikkarte und ja, in erster Linie für die Grafikkarte, aber trotzdem eine 4090 sollte das vielleicht auf die Kette kriegen. Ja, nichtsdestotrotz, du kannst dir jede Niete sehen in den Leitplanken, du siehst, also das ist schon sehr scharf. Ich guck mal, dass ich jetzt noch ein drittes Bild mache mit dieser OpenXR Runtime und dass wir dann mal einen direkten Vergleich haben zwischen Pico 4, Crystal ohne OpenXR und Crystal mit OpenXR. Crystal ohne OpenXR läuft stabiler, also flüssiger, habe ich das Gefühl, mit diesen ganzen Tools jetzt im Hintergrund. Läuft es nicht mehr so fluffy, was auch schräg ist, aber zumindest mein Gefühl sagt mir das. Und ich muss jetzt die nächsten Tage einfach weiter basteln hier und gucken, was man hier machen muss, damit man das Optimum rausbekommt. Ich werde mir nochmal die ganzen Einstellungen in diesen XR Runtimes angucken und im Toolkit angucken und dort noch gucken, was man da noch machen kann. Vielleicht im Spiel auch mal ein bisschen was wieder runterstellen, obwohl ich da eigentlich keinen Bock drauf habe. Aber müssen wir sehen. Und jetzt gehen wir nochmal ins Studio und reden nochmal schnell über die drei Fotos und meinen allerersten Pimax Crystal Eindruck. So, ihr Lieben, jetzt mal ein ganz kurzes allererstes Fazit. Das soll aber noch, ne, ich habe noch viel, viel mehr mit dem guten Stück vor. Von daher, das Bild, wenn man die richtigen Helferlein hat, Wahnsinn. Gucken wir uns gleich noch genauer an. Tragekomfort, gut. Also ich hatte sie jetzt wirklich eine ganze Weile auf dem Kopf und also mir schmerzt weder der Nacken noch drückt irgendwo irgendwas im Gesicht oder auf der Stirn oder sonst irgendwas. Ich muss es mal ausprobieren, wenn ich es wirklich noch länger aufhabe, also mal so mehrere Stunden am Stück. Aber bis jetzt, was so Autofahren hier angeht, Simracing, keine Probleme. Sound ist cool. Wie bei der G2 ähnlich, diese schwebenden Kopfhörer klingen wirklich gut, klingen besser wie Pico 4, klar, logisch, die mit ihren Schlitzen da. Aber ansonsten kann man da nicht meckern. Und alles, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, wie Tracking, Akkulaufzeit, jetzt mit dem Stromkabel funktioniert es ja, da zieht es mir den Akku so gut wie gar nicht leer. Aber wie leer zieht es mir denn bei Zocker-Sessions? Das gucken wir uns auch mal an. Ganz verschiedene andere Spiele werden wir uns noch angucken. Und natürlich muss ich mir unbedingt angucken, wie ich das Ganze vernünftig zum Laufen bekomme mit dieser geilen Optik. Das muss ich dazu sagen. Also wirklich. Aber naja, so richtig fluffy läuft es im Simracing gerade nicht mehr. Deswegen muss ich mir noch Einstellungen in diesen Runtimes angucken, Einstellungen in OpenXR Toolkit angucken. Was gefällt mir nicht, wie kriege ich es vernünftig zum Laufen? Nächstes Kapitel oder nächster Arbeitsschritt. Jetzt gucken wir aber nochmal schnell auf das Bild. Ich habe euch was zusammengebastelt, nämlich die drei Bilder. Pico 4, Crystal ohne OpenXR und Crystal mit OpenXR. So ihr Lieben, und wie schon gesagt, ganz rechts die Pico 4, dann in der Mitte die Crystal ohne OpenXR und links die Crystal mit OpenXR Runtime, also mit diesem Teil von Pimax direkt. Es war unglaublich schwierig, das vernünftig aufzunehmen. Also ich habe durch die Linse fotografiert mit meinem Handy. Ich weiß nicht, wie viele Fotos ich jetzt gemacht habe, keine Ahnung. Ich habe von allem die besten rausgesucht, das bestmöglichste, was durch die Linse möglich war. Und ja, bei der Pico 4 sieht man hier relativ gut alles ablesbar, wenn man das möchte, ne? Aber alles auch relativ verwaschen. Und
Was am deutlichsten auffällt, die Schwarzwerte sind keine Schwarzwerte, sondern Grauwerte. Das sieht man hier drüben schon relativ deutlich. Das ist schwarz, das hier dahinter ist grau. Auch die Farben sind bei der Pico 4 gut, aber blasser als bei der Crystal. Die Crystal hat die deutlich kräftigeren Farben, für meinen Geschmack zumindest. Und das sieht man auf den Fotos hier auch. Das Blau ist deutlich kräftiger als das Blau. Das ist alles so ein bisschen aufgehellt, verwaschen. Wahrscheinlich auch, weil die Crystal ein bisschen dunkler ist an sich. Und das stört aber überhaupt nicht. Im Gegenteil, das bringt das Ganze so ein bisschen farbecht darüber. Ja, als ich, wie schon gesagt, das hier gesehen habe, dachte ich so, echt? Und das ist jetzt quasi der Step von Pico 4 zu Crystal? Oh. Aber dann, wie schon gesagt, habe ich mich nochmal hingesetzt, bin nochmal in mich gegangen und dann ist mir eingefallen, Momente mal, da gab es doch irgendwelche Zusatzprogramme, die du noch nutzen solltest, damit du das Optimum rausholst. Gesagt, getan, Crystal mit diesen ganzen Tools, die ich euch gezeigt habe. Und tatsächlich, da ist nochmal eine Schippe oben drauf gekommen. Und zwar eine ordentliche Schippe. Und ich denke, das sieht man hier auch. Diese Bilder nebeneinander, ich versuche mal das Ganze jetzt, ne, dass die Pico nicht ganz so scharf ist, ist klar, aber ich versuche das jetzt mal euch zu zeigen mit diesen beiden Geschichten hier. Mal sehen, ob wir es hier schon vernünftig eingefangen kriegen. So. Und zwar, guckt mal, ABS, das Highbeam hier drüben wischelt auch so ein bisschen aus, das Highbeam hier drüben ist besser. DDSU hier unten, ja gut, hier bin ich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen aus dem Speedspot raus gewesen, aber so, wo du den dicken Speedspot hast, die 8, können wir ja uns hier auch nochmal angucken, da ist eine 8 erkennbar. Ja, also das dadurch, dass man es fotografiert, wirkt das vielleicht nicht so, aber es ist wirklich schärfer. Und ja, hier oben auch das Schild, ne, ist schärfer, der Mast schärfer, also auch die Leitplanke hier sieht deutlich realistischer aus, also deutlich schärfer als wie hier, ne, dass hier auch hier unten die Begrenzung schärfer. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte da tatsächlich mehr Details noch erkennen und noch besser, ja, sehen als vorher schon. Das war schon schärfer hier in der Mitte als die Pico 4, aber jetzt ist doch der Step noch größer. Einziges Manko, jetzt läuft es bei mir total wie ein Sack Murmeln. Also ich muss jetzt gucken, welche Einstellung muss ich in den Tools hinbekommen, damit es auch wieder vernünftig läuft. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ich bin gespannt, ob die 4090 da ausreicht. und ich bin gespannt, ob ich wieder runterdrehen muss im Spiel an Details, weil da steht noch alles auf Ultra oder auf, ja, ich glaube auf den höchsten Einstellungen Automobilista 2. Und mit der Pico 4 und meiner ganzen Geschichte hier schaffe ich da stabile 90 Frames. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Crystal tatsächlich doppelt so viel Power braucht wie die Pico 4. Weil da habe ich mich jetzt um die 40, 45 Frames eingependelt. Ohohoho. Deswegen, wir werden sehen, wie die Helferlein funktionieren. Und ja, das aber jetzt die nächsten Tage, Wochen, alles Step by Step, bis ich mich da irgendwie durchgewurschtelt habe. Ja, ihr Lieben, das war jetzt erstmal so der erste Eindruck. Ein bisschen Ernüchterung, ein bisschen auch Begeisterung. Ja, es sind noch so gemischte Gefühle. Es ist wirklich gut, das Bild, was man da sieht, gerade mit dieser OpenXR Runtime. Aber wenn es mir natürlich jetzt die Performance dadurch halbiert, ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Ne? Deswegen, ich muss weiter probieren. Ich werde mir weiter andere Spiele angucken. Ich werde gucken, ob das dort genauso ist. Ich werde, ja, mich in den nächsten Wochen und Monaten hier noch durch viel Technik durchkämpfen müssen, denke ich mal, um da ein vernünftiges Ergebnis hinzubekommen. Und ja, es ist zwar mittlerweile bei Pimax Plug and Play und die Brille funktioniert, aber wie bei PCVR nahezu überall musst du halt im Nachhinein noch Feintuning, Feinschliff betreiben, um optimale Ergebnisse rauszuholen. Die einzige Brille, die das bis jetzt nicht muss, ist die Pico 4. Die lief bei mir relativ stabil, auch ohne irgendwelche Helferlein.
egal, sobald wir in hochauflösende Geschichten reinkommen, wo es wirklich gestochen scharf wird, dann scheinen wir hier noch an den Hardware-Grenzen der derzeitigen Möglichkeit, was die PCs schaffen können, zu kratzen und müssen uns halt immer wieder mit irgendwelchen Tools beschäftigen. So ist das leider. Es tut mir leid, dass es so lang geworden ist, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt hier von einem Detail ins nächste hüpfe und ein Problem das nächste ergibt. Also was heißt Problem? Also na, es, ja, ich höre jetzt auf mit Gelaber, weil, wie schon gesagt, ist schon ganz schön lang. Wir gucken uns die Crystal weiter an. Ich werde euch weiterhin darüber berichten, wie sie sich schlägt. Bild geil. Und ja, das Drumherum, das muss ich jetzt noch irgendwie in den Griff bekommen. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Abo, Däumchen, Glöckchen würde mich freuen. Und wir sehen uns definitiv bald wieder, dann mit der Crystal auf jeden Fall. Also ihr Lieben, bis dahin, ich wünsche euch was, macht's gut. Bye bye.